Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play Hogwarts Legacy. Wir sind in der großen Halle, weil wir mit Sebastian Cello reden werden, denn wir wollen seine Questreihe weiter fortsetzen. Er steht hier am Rande der großen Halle. Allerdings habe ich schon beim Betreten der Halle gemerkt, dass wir hier noch einiges zu finden haben. Unter anderem diese Handbuchseite, die mitten in der großen Halle steht und die wir nie gesehen haben. Ein bisschen merkwürdig. Decke der großen Halle. Die Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Wenn wir nach oben sehen, können wir das tatsächlich auch feststellen, wobei es etwas merkwürdig aussieht. Naja. Außerdem haben wir hier drüben noch ein Zahlenrätsel, das wir uns jetzt mal angucken müssen. Okay, ich stelle gerade fest, dass die Reihenfolge der Tiere auf dem Türrahmen tatsächlich auch ihren Wert angibt. Also alleine daher kennt man das schon, dann braucht man gar keine Bilder mehr oder Eselsbrücke, um das irgendwie klären zu können. Die Hydra war 9. Dann haben wir 9 plus 7 sind 16, also brauchen wir noch 8 und das ist die Spinne. Das ist also schon mal die Spinne. Da haben wir sie. So, und dann haben wir hier unten noch 11 plus 0, also brauchen wir noch 3 und 3 war die Schlange mit den 3 Köpfen. Und das ist die. Ja, das müsste richtig sein. Perfekt. Und so leicht kann es manchmal sein. Was haben wir hier? Hauswandbanner und blaue Sonnenschutzbrille. Okay. Ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts mehr. Rebellion. Wobei hier drüben noch eine Truhe ist, die wir offenbar auch nie gesehen haben. Das ist ja schon ein wenig ulkig, ne? Ist hier noch irgendwas? Da drüben ist ein Schloss. Hallo, sorry, Momoa. Sebastian, du musst noch mal ein bisschen warten. Also das letzte Mal hier waren, konnten wir noch kein Alohomora. Und daher auch keine Schlösser öffnen. So, was haben wir hier? Ein Demigeist. Ja. Einen Demigeist, wo? Tatsächlich ist hier ein Demigeist. Na, das ist doch mal was. 60 Gold. Für den Demigeist müssen wir natürlich warten, ne? Ich hoffe, dass Sebastian dann noch dasteht. Ansonsten müssen wir nochmal warten. Aber der Demigeist ist zu wichtig. Mir, Demigeist. Das gehörst du definitiv. So, jetzt haben wir. Wir müssen mal eben gucken, haben wir jetzt 11? 11-mal den Demigeist oder wie oft haben wir den Demigeist? 11. 2 fehlen noch. Das ist nicht mehr besonders viel. Ja, natürlich ist jetzt die große Halle leer. Sebastian steht allerdings immer noch da und Ominous könnte auch noch da stehen. Bin mir nicht sicher, ob er es ist. So, hier wird auch irgendetwas angezeigt. Hier vorne. Und hier ist eine Handbuchseite. Der gähnende Wasserspeier. Obwohl dieser Wasserspeier aus dem Rauch strömt, verzaubert scheinen mag, ist er in Wahrheit der Kamin des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums. Okay, das ist lustig. Der Hufflepuff-Gemeinschaftsraum ist also unter der großen Halle fast schon. Kann man so sehen. Weit entfernt ist es ja dann auf jeden Fall nicht. So, reden wir mit Sebastian. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Okay. Ich gebe nicht auf. Okay, Ominous zieht sich raus und er will die dunklen Künste erlernen, also die unverzeihlichen Flüche. Lernen wir die von ihm? Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Es könnte auch gefährlich sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben, ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich.
Du kannst es mir sagen. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Wir sagen jetzt mal nein, damit er das erklärt für alle Zuschauer, die sich damit nicht auskennen. Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch. Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Das ist in der Tat wirklich grausam. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Naja, ich finde das etwas merkwürdig, muss ich sagen. Er wird es verstehen. Ich finde es halt merkwürdig, dass das quasi bedeutet, dass derjenige, der Ominous aus dieser Sache rausgezogen hat mit den unverzeihlichen Flüchen, dass genau derjenige jetzt einen unverzeihlichen Fluch vielleicht lernen will? Ich meine, gut, wir haben jetzt noch nicht die Bestätigung, dass er das wirklich will, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn er die Möglichkeit hat und diese Flüche sieht oder, keine Ahnung, in dem Skriptorium von Salazar Slytherin irgendwas dazu steht, dass er die auch anwenden könnte. Und die stehen ja auch bei uns noch aus. Also sie sind ja definitiv im Spiel drin, sonst hätten wir ja dieses Zeichen nicht. Insofern schwierig. Wirklich schwierig. So, hier sollten wir dann alles haben. War also tatsächlich nur ein kleines Gespräch, was vermutlich auf die Quests erstmal hinarbeiten soll, die da folgen. So, was haben wir noch? Hier haben wir... Wir sehen nicht wirklich, wie erfolgreich wir bisher sind. Dass hier irgendwo noch welche rumfliegen würden, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben da auch noch einen der dedelischen Schlüssel. Hier sollen wir offenbar auch noch irgendwas machen. Hier brauchen wir Wingardium Leviosa, war das, ne? Ne, Levioso brauchen wir. Levioso. Nein. Besser. Thank you. So, wo ist der Schlüssel, den wir hier eben hatten? Hier war doch vorhin noch einer der dedelischen Schlüssel. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Ha! Eiskalt erwischt. Das können wir jetzt auch aufschließen. Ich meine, wenn wir gerade schon mal in Hogwarts sind, können wir auch mal versuchen, noch ein bisschen was zu klären und dann reden wir halt mit Nutty. Das mit Nutty scheint aber dann auch nur so eine Art Quatschquest zu sein. Bei ihr wurde nämlich auch nur eine Sprechblase als Quest-Icon angezeigt. So, hier sind auch nur noch was zum Looten drin. Was haben wir denn noch? Da ist eine Truhe, aber wie kommen wir an die Truhe ran? Wo führt das hin? Das führt nach unten, aber da ist auch viel. Dann gehen wir nochmal nach unten.
Okay, hier haben wir auf jeden Fall diese Truhe. Revelio. Hier hinten ist jede Menge, so wie es aussieht. Aha, guckt mal da. Ist hier was hinter? Oho. Slytherin Waschbecken. In einem der kupfernen Wasserhähne dieser scheinbar gewöhnlichen Waschbeckens auf den Mädchentoiletten ist eine kleine Schlange eingeritzt. Niemand weiß, was sie bedeutet. Doch. Ist das nicht der Eingang zur Kammer des Schreckens? Revelio. Ich meine, das war der Eingang zur Kammer des Schreckens. Wenn ich die Filme noch richtig vor Augen habe. Okay, dann haben wir hier das. Dafür brauchen wir... Lumos. Lumos. Das dürfte ganz in der Nähe irgendwo sein, ne? Revelio. Bisschen gruselig hier. Hier waren wir aber auf jeden Fall schon. Lumos. Wo haben wir denn die Motte? Die muss hier irgendwo sein. Das ist die große Treppe. Oh, es heißt hier sogar Kerker von Slytherin. Vielleicht wäre hier in der Nähe sogar irgendwo, das wäre ja durchaus denkbar, der Eingang zum Skriptorium von Salazar Slytherin. Mega Powertrank. Ansonsten ist hier nichts. Warte nochmal, das kann nicht so weit weg sein. Was sehen wir hier genau? Einfach nur einen dunklen Gang. Kann das auch der hier sein? Ja. Ja. Yep. Da ist er. Come with me, little friend. There you go. Gib mir die Handbuchseite. Es verlangt mich nach ihr. Nice. Revelio. So, jetzt haben wir hier aber noch mehr. Alohomora. Das sieht interessant aus hier. Oh. Direkt der Start war schon richtig. Wir hätten das Ding gar nicht groß bewegen müssen. Schauen wir uns mal an, was wir hier finden. Revelio. Oha. Raum der Todestagsfeier. Ach du Scheiße. Ich sagte, dass ich es tue. Ja, das solltest du auch. Darauf kannst du lange warten. Nein, diesmal werde ich sie fragen. Das sagst du schon seit 40 Jahren. Ist das der fast kopflose Nick gewesen? Der sah so aus, so ähnlich. 45 Gold. Ah. Wandteppich der Jagd der Kopflosen. Dieser Wandteppich zeigt die Jagd der Kopflosen, eine Gruppe kopfloser Geister, die von Sir Patrick Delaney Podmore für verschiedene Spielchen zusammengetrommelt wurde. Sie sind berüchtigt dafür, dass sie sich weigern, den Gryffindor-Hausgeist Sir Nicholas de Mimsey Porpington in ihre Reihen aufzunehmen, da er nicht völlig kopflos ist. Oh Mann. Das ist schon ein wenig dämlich, aber irgendwie auch lustig. Okay. Noch eine Handbuchseite. Revelio.
Raum der Todestagsfeier. Diese düstere, geräumige Kammer in den unteren Kerkern von Hogwarts eignet sich perfekt für gelegentliche Todestagsfeiern, die hier von den Schlossgeistern gefeiert werden. Die meisten Sterblichen bleiben solchen Feiern lieber fern, da das dort servierte Essen stark verwest ist, um die Nasen der Geister zu erreichen. Könnte ich vielleicht meinen Körper aufschlagen? Vielleicht nicht. Skriptorium von Salazar Slytherin. Was für ein schönes Paar. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum, wir müssen reden. Okay. Das heißt, da geht es dann doch vorwärts. Dann sollten wir damit auch als nächstes weitermachen. Revelio. Hallo, Homo. Aber erstmal, wenn wir schon mal hier im Kerker sind, machen wir hier noch ein bisschen weiter und dann gehen wir zu Sebastian. Wäre schon cool, wenn wir das Skriptorium von Salazar Slytherin finden würden. Das wäre ja dann im Prinzip auch ein Geheimnis von Hogwarts. So, was haben wir hier Feines? Aha. Incendio. Erstmal alles abfackeln, was sich im Raum befindet. Eine gute Strategie. Stufe 2. Alohomora. Gut, dass wir die auch gelernt haben. Ah, Stufe 3, da hapert's noch. Aber nicht mehr lange. Und dann können wir wirklich überall rein. Was haben wir hier? Strafarbeitskammer. Diese Kammer diente der Schule angeblich als bevorzugter Ort zur Bestrafung von Schülern. Ach, das haben wir auch in der Harry Potter-Reihe gesehen. Mit Snape und Harry. Auch wenn die körperliche Folter beim Nachsitzen nicht mehr angewandt wird, ist die Aura dieser grausamen Praktik noch immer zu spüren. Ja, hier war er und ritzte sich den Namen irgendwie ein. Ah ne, das war gar nicht hier. Das war bei Professor Umbridge, glaube ich, im Büro. Aber hier war er trotzdem drin mit Snape, glaube ich. Oder? Oder war das nochmal eine andere Kammer? Wobei, das könnte sein, dass das nochmal eine andere Kammer war. Mit Snape hat er nämlich gelernt, wie er seinen Geist abschotten kann, glaube ich. Vom Eindringen von außen, falls es jemand versuchen würde. Okay. Na, dann haben wir hier doch auf jeden Fall schon mal einiges gefunden. Wo ist Sebastian denn? Aufträge. Im Schatten des Studierzimmers. Belohnung Crucio. Okay, Leute, es geht los. Es geht los. Das ist schon heavy. Das ist schon wirklich sehr, sehr heavy. Aber naja. Das ist offenbar der Weg, den wir gehen. Ich sag mal so, nur weil wir das lernen, müssen wir es ja vielleicht nicht unbedingt einsetzen. Mal gucken. Du bist hier. Klasse. Ja, ich habe geschlafen vor dir die ganze Zeit. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Wie sollte... Also, wieso sollte er mit mir reden? Wir kennen ihn ja im Grunde kaum. Und Sebastian ist sein Vertrauter. Warum sollte er uns mehr sagen? Geh mit Sebastian zu Ominous. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist! Ah, diese Nervensäge! Ja, Peeves. In der Bibliothek. Lang ist's her. Geh doch mal ein bisschen schneller, Mann. Da ist er. Viel Glück. Okay. Was machst du hier? Hey, Ominous. Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Ich möchte mich bei dir entschuldigen, Ominous.
Ich war nicht ganz ehrlich, was die Krypta angeht. Sebastian hat sie mir gezeigt. Er wollte, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, dich stört das nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Annes Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Schon irgendwie komisch, ne? Ich verstehe deine Sorge. Das ist ziemlich unheimlich. Ich schätze, selbst wenn wir dadurch herausfinden, was deiner Tante passiert ist, stellt es immer noch ein Risiko dar. Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Tja, plus 10 auf Charisma, würde ich sagen. Wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben. Öffne Slytherins... Öffnen das Skriptorium. Ah, ja. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich... Konfringo! Du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der das mir gesagt hat... Das ist ja irgendwie schon super easy, ne? Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Ja, und Mathe ist verdammt schwer. Hat sich schon irgendwas geöffnet? Nee. Und jetzt? Müssen sie in der richtigen Reihenfolge angezündet werden. Hier passiert irgendwas. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Erkunde den Bereich jenseits der Tür. Ich meine, er lehnte schon an der Tür. Die liebe ich ja. Er hat das wirklich gut verheimlicht. Ach komm schon, der war gut. Verschlossene Tür. Wir sollten uns umsehen. Das sieht mir sehr aus für einen Fall für Reparo. Reparo. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Nachricht von Noctua Gaunt, 1 von 5. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwunden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. Ein Tagebucheintrag von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous, hier steht etwas von großen Herausforderungen. Deshalb sagte ich, es könnte gefährlich sein. Tante Noctua hatte Kontakt zu meinem Vater, bis sie verschwand. Die Stimme sprich mit ist Ominous. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parsemund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parsemund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können.
Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parse-Sprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Nein. Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Okay, oder so. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Revelio, Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Naja, hier könnte man zum Beispiel einfach Feuer anmachen, okay. Das verlangt Konzentration. Schloss. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Das klang nicht gut. Aua. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Woher soll ich denn wissen? Ah, hier, guck mal. Unten Schlange, oben der Mond. Okay. Ha. Das haben wir also schon mal. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor. Aber du warst schneller. Lumos. Ja. Auf jeden Fall hattest du das vor. So, was haben wir hier? Noch eine Nachricht. 3 von 5. 3 von 5 wollen wir aber noch nicht lesen. Wir wollen erstmal 2 von 5 lesen. Revelio. Zwei von fünf lesen. Kommt man hier vielleicht so runter? Ah ja. Das ist 2 von 5. Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahren und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es hierhin durchschaffen. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctua. Incendio! So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Das ist für welches Tor? Das ist wahrscheinlich für das hier drüben. Brauch mal eben Lumos. Das ist... Das kann ich gar nicht genau erkennen. Was ist es? Ein Büffel? Naja, probieren wir es mal. Noch ein Tor. Slytherin trägt wohl keine Spielchen. Das ist es. Lumos gerade lebenswert. Perfekt, das führt auf jeden Fall weiter. Das ist vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Aber erstmal müssen wir wieder rüber. Denn jetzt wollen wir 3 von 5 lesen. Ich bin an den Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Ominous. Noctua Gaunt. Deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hat... Am Ende ist noch ihr Leichnam da oder so, oder sie ist ein Inferi geworden und eigentlich böse. Ach, keine Ahnung, könnte ja sein. So. Hier haben wir 4 von 5. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und die nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen.
aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Sebastian, ey, manchmal ist er doch etwas einfach Lumos gestrickt. So, hier haben wir unten diesen Berg und oben den Fisch. Da müssen wir jetzt aber wieder zurück. Das ist nämlich dieses noch Rad hier. Nicht gerade gastfreundlich, was? Oh, perfekt. Puh. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Ich würde sogar sagen, wir sind ihm ziemlich nahe mittlerweile. Es fehlt ja nur noch eine Nachricht jetzt. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Oh oh. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Nein. Dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Die Worte da unten. Oh Gott. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihn etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Interessant ist, dass sie hier nicht mehr alleine rausgefunden hat. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Naja, wir müssen auf irgendeinen von uns dreien jetzt Crucio wirken. Der Ausgang ist auch versperrt, deswegen ist sie nicht rausgekommen. Okay, Sebastian, was ist deine Idee? Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Das kannst du doch nicht von ihm verlangen. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Ich probiere es, aber... Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das ich fühle mich nicht gut damit. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du kurz einer von uns muss es auf den wirst du es ewig bereuen. Einer von uns muss es auf den anderen wirken. Es geht nicht anders. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich kann glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Wir können uns jetzt entscheiden. Ich will den Cruciatus-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Ja.
Ich denke, so machen wir das. Dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, ihn vielleicht mal einzusetzen. Einfach nur, um mal gameplay-technisch zu gucken, wie genau der funktionieren soll. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Crucio. Holy shit. Einer der unverzeihlichen drei Flüche. Bereit? Ja, bereit. Geht es dir gut? Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Das ist schon sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Ja, hier unten ist er. Crucio. Führt dazu, dass sich die meisten Gegner vor Schmerz krümmen, während sie mit der Zeit Schaden erleiden. Wirkt außerdem ein Fluch auf das Opfer. Verfluchte Gegner erleiden zusätzlichen Schaden. Ja, krass. Krass, auf jeden Fall. Also, wenn wir bei jedem unverzeihlichen Fluch den unverzeihlichen Fluch gegen einen von uns wirken müssen, dann haben wir bei Avada Kedavra ein Problem. Thank you.